Willkommen, liebe Kollegen, liebe Gäste draußen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel SV Spielberg gegen die Offenbacher Kickers, Endstand bekanntlich 1:5. Bei mir zu meiner Rechten ist der Trainer, Cheftrainer der Offenbacher Kickers, Oliver Reck. Und zu meiner Linken bekanntlich unser Trainer, Hartmut Kaufmann. Oliver Reck, 3:0 zur Halbzeit, 5:1 am Ende. Eine klare Angelegenheit für die Offenbacher Kickers und ihre Mannschaft. Ja, das kann man so sehen, aber auch nur dann, wenn man weiß, dass wir dieses Spiel von der ersten Minute haben auch so angenommen. Ja, ich muss sagen, es war schwer zu spielen auf diesem Platz, auf diesem Boden. Zum Glück haben wir so einen ähnlichen Trainingsplatz, da konnten wir das ganz gut simulieren in dieser Trainingswoche. Nein, das ist wirklich für die Heimmannschaft auf so einem Platz zu spielen, das ist nicht einfach. Eigentlich musste ja Spielberg schon vor 2 Wochen hier zu Hause gegen Saarbrücken gewinnen auf diesem Platz. Ich bewundere das, dass man auf so einem Platz auch wirklich Fußball spielen muss, und es ist nicht einfach für die Heimmannschaft. Die haben heute die richtigen Lösungen gefunden in diesem Spiel. Wir haben immer versucht, Spielberg in Unordnung zu lassen. Das ist uns ganz gut geglückt, glaube ich. Hilft natürlich dann auch, wenn man relativ früh in Führung geht, gewinnt man ein bisschen an Selbstvertrauen. Das ist uns geglückt mit dem Tor von Trent Hoca am Anfang des Spiels, und haben uns dann reingesteigert, haben Glück gehabt bei einer Standardsituation, dass es 2:0 fällt, und das kommt dann das eine ins andere. Wir wurden einmal so ein bisschen nervös kurz nach der Halbzeit. Nachdem auch dann das Tor gefallen ist gegen uns, wobei ich das anzweifeln mag, ob es überhaupt korrekt war. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht genau gesehen, aber schlussendlich haben wir dann aber auch wieder die richtigen Entscheidungen getroffen, haben weiter versucht, den Gegner unter Druck zu setzen in der richtigen Situation. Und schlussendlich ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen hoch, aber nicht unverdient. Vielen Dank, Oliver Reck. Die Kickers sind jetzt auf Platz 4 vorgerückt. Macht man sich ja noch berechtigte Hoffnung auf die Aufstiegsspiele. Wir gehen mit der Prämisse in jedes Spiel nach einem Spieltag besser dazustehen als am Spieltag davor. Und das ist uns heute gelungen, und das versuchen wir auch wieder am Montag. Danke, Oliver Reck. Hartmut, 0:3 zur Pause. Die zweite Halbzeit stimmt aber doch etwas versöhnlicher, oder? Ja, plus die ersten paar Minuten. Glückwunsch an Offenbach für den, denke ich mal, unterm Strich über 90 Minuten verdiente Sieg. Man hat einfach gesehen, dass heute eine Mannschaft da aufgetreten ist, die hat die Uhrzeit nicht interessiert, die hat die Platzverhältnisse nicht interessiert, das hat das ganze Ding nicht. Wir haben richtig Lust und Spaß am Fußball gehabt, und wir haben es bis auf vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde nach der Halbzeit nicht hinbekommen, ihnen ein bisschen so den Spaß zu nehmen. Das haben wir nicht geschafft. Teilweise haben wir sehr, sehr quälend versucht, die Bälle nach vorne zu bekommen. Das ist uns eigentlich gar nicht gelungen, so dieses flüssige nach vorne kombinieren, was wir eigentlich recht gut machen können. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Ja, ganz klar, weil halt da jetzt eine Mannschaft aufgetreten ist, die richtig Bock gehabt hat, die ja die Situation erkannt hat. Wir sind ein Gegner, der unten drin steht. Sie müssen hier ihr Pflichtspiel absolvieren, und ich denke mal, das haben sie richtig gut gemacht. Und teilweise hat man einfach bei meiner Mannschaft gesehen, dass halt in der entscheidenden Situation nicht nur die Cleverness sagen, aber so einmal ja, in gewisse Situationen ein bisschen besser den Körper reinstellen. Das haben wir heute nicht hinbekommen. Schade für, jetzt geht es weiter, morgen trainieren wir wieder und bereiten uns vor für am Sonntag nach Freiburg. Danke. Hat man die wirklich ungewöhnlichen Abwehrfehler und Abwehrschwächen in deiner Mannschaft, die zuletzt nicht so zutage tragen, liegen wohl nicht allein an dem Fehlen des gesperrten Innenverteidigers Stefan Müller? Ja, dass der Stefan eine tragende Figur ist, das ist kein Thema. Aber es hat jetzt mit der Situation oder wie die Tore entstanden sind, jetzt an einer Person nichts zu tun. Man hat einfach gesehen, mein Trainerkollege hat es ja gesagt, dass sie ja, einfach versucht haben, uns in der Unordnung zu erwischen. Das ist ihnen gut gelungen. Ja? Wir haben es nicht geschafft, ordentlich nach vorne zu spielen. Und wenn du das nicht hinbekommst, wenn du schneller wieder unter Druck stehst, wie eigentlich mir das teilweise hinbekommen habe in den anderen Spielen, flüssig und sauber nach vorne zu spielen, dann passieren so Sachen. Auch ja, gerade beim 1:0 eine Situation, wo ich eigentlich noch explizit angesprochen habe, okay, sauber sind wir da reingelaufen und wurde ja gleich sofort mit dem Tor bestraft und das zweite dann hinterher.
Und wenn du dann zu der Halbzeit 3-0 zurückliegst, das gegen so einen Gegner ist es natürlich schon ein bisschen schwer, das aufzuholen. Ich ziehe trotzdem aus dem Spiel 2-3 Aktionen positiv aus der Situation. Und es war einfach die Viertelstunde, 20 Minuten, zweite Halbzeit, wo man einmal aggressiv versucht haben, auf die Balleroberung zu gehen. Ja, das habe ich schon in der ersten Halbzeit gelungen. Und da ziehe ich noch ein bisschen das Positive raus. Ich erkenne das neidlos an, dass heute eine Mannschaft aufgetreten ist, die uns ich will es jetzt mal so sagen, einen Schritt voraus war. Danke. Also die Frage wurde gestellt, was war mit dem Spieler Rapplos? Oliver Reich wird die falsche Antwort. Ja, der Marco hatte ein gleiches Problem im Oberschenkel, muskulär, aber jetzt nicht dramatisches. Man muss daran bedenken, wir sind ja in der englischen Woche. Wir haben am Montag noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel und im Hinblick darauf habe ich lieber gedacht, lieber einen Spieler dann doch runternehmen, der Probleme hat und schlussendlich war es auch die richtige Entscheidung. Seitdem bedanke ich mich bei beiden Trainern und Oliver Reich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank und gute Heimfahrt. Vielen Dank. Weiterhin.